Hi, ich bin Michelle und ich darf heute den Input halten zum Thema Dienen. It's too late now to turn around and back again. Dienen ist ein absolut wichtiges Thema, finde ich. Und Gott findet es, glaube ich, auch. Weil in der Bibel, wenn du sie aufschlägst, findest du so viele Verse, wo es genau ums Dienen geht. Genau darum, andere Menschen zu helfen. Ich muss schneller reden. Und ich glaube, es ist Gott auch wichtig, dieses Thema, weil gerade Jesus, der Sohn Gottes, ist auf die Welt gekommen und hat gedient. Wir lesen das zum Beispiel in Johannes 13, wo er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Das ist richtig, richtig cool. Und Jesus Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und das, obwohl die Füße wahrscheinlich richtig ekelhaft aussahen. Also mit ganz viel Dreck, mit wahrscheinlich Blasen. Und die haben bestimmt auch nicht so gut gerochen. Und trotzdem, Jesus hat die Füße gewaschen. Und eigentlich war das eine Aufgabe des niedrigsten Sklaven zu dieser Zeit. Und trotzdem hat er es getan. Hey, wie cool ist das denn? Und wir wollen doch genauso werden wie Jesus. Genau das Gleiche tun, was Jesus gemacht hat. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, geh raus und diene deinen Mitmenschen. Jesus hat übrigens die Füße nicht gewaschen, um Anerkennung von seinen Jüngern zu bekommen, damit sie sagen, hey Jesus, das hast du richtig cool gemacht, dass du mir die Füße gewaschen hast. Sondern er hat es gemacht, weil es Gottes Herzschlag ist. Gott wünscht sich, dass wir anderen Menschen helfen, dass wir sie unterstützen und ihnen dienen. In 1. Petrus finden wir einen Vers, in 1. Petrus 4, Vers 10, wo es heißt, jeder soll seine Begabungen einsetzen. Meine Frage an dich, was sind deine Begabungen? Wo siehst du Talent in dir selber? Abgenommen! Und wo denkst du, kannst du dieses Talent einbringen? In der Gemeinde, in deinem Alltag? Wo kannst du anderen Menschen helfen mit dem, was du hast? Hey, es sagt niemand, dass du das machen musst, was du nicht kannst, sondern du sollst genau das tun, was du kannst, was deine Begabung ist. Hier sind meine drei Fragen für dich. Die erste Frage ist, wie kannst du anderen Menschen im Alltag dienen? Die zweite Frage ist, was sind deine Begabungen, die du einsetzen kannst? Und die dritte Frage, eine sehr interessante Frage, ist, ob du dienst, weil du Anerkennung und Lob bei den Mitmenschen suchst oder weil du Gott dienen möchtest, weil du für ihn unterwegs sein möchtest. Ich wünsche dir eine richtig coole Woche und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ein Like da und abonniere diesen Kanal für noch mehr coole Videos. Tschüss! It's too late now to turn around and back again.